Mit 60 gehört man zum alten Eisen? Na von wegen. Moderatorin Birgit Schrowange beweist im Schicken. Strandlook ganz lässig das Gegenteil. So haben wir Birgit Schrowange, 60, in ihrer Sendung. Extra, das RTL-Magazin noch nie gesehen. Als Moderatorin stets gut gestylt und seit ihrem Grauhaar-Outing im September 2017 mit kecker grauer Kurzhaarfrisur lächelt. Birgit Woche um Woche von den Bildschirmen auch die private. Schrowange setzt auf schicke Looks, allerdings haben diese dann nicht immer so viel. Stoff vorzuweisen wie die Bildschirmvarianten. Denn jetzt postete die 60-Jährige ganz selbstbewusst einen Bikini-Schnappschuss. Und der kann sich sehen lassen. Du schaust immer jünger aus, befindet ein Follower. Mit sexy Frau wird ein anderer sogar noch konkreter. Doch die Meinung ist einstimmig, Birgit sieht umwerfend aus. Die 60 Lenze sieht man ihr nicht an. Da sagt nochmal einer, Bikini tragen schicke sich ab einem gewissen Alter nicht mehr. Knallroten Mini- und Igelhaarschnitt präsentiert die Fernsehmoderatorin im Folgenden. Video, und macht schon wieder eine super Figur. Es war ein nie dagewesenes Beauty-Outing. Dass Birgit im Herbst 2017 wagte, sie trat plötzlich komplett ergraut vor die Kamera. Gestand, dass sie ihre Naturhaarfarbe im letzten Jahr unter einer dunklen Perücke wachsen ließ. Eine Frau, die öffentlich so ungeniert zu ihrem grauen Haar und zum Älterwerden steht, ist in Zeiten des Jugendwahns höchst selten. Klar, dass Schrowange daraufhin viel Lob bekam. Damit ich älter wirke, habe ich mir die Haare grau gefärbt. Gesteht die TV-Dame im folgenden Video, befindet ein Follower, mit sexy Frau wird ein anderer sogar noch konkreter. Knallroten Mini- und Igelhaarschnitt präsentiert die Fernsehmoderatorin im folgenden Video, und macht schon wieder eine super Figur. Es war ein nie dagewesenes Beauty-Outing, das Birgit im Herbst 2017 wagte. Doch die Meinung ist einstimmig, Birgit sieht umwerfend aus. Die 60 Lenze sieht man ihr nicht an.
Da sagt noch mal einer, Bikini tragen schicke sich ab einem gewissen Alter nicht mehr. Sie trat plötzlich komplett ergraut vor die Kamera, gestand, dass sie ihre Naturhaarfarbe im letzten Jahr unter einer dunklen Perücke wachsen ließ. Eine Frau, die öffentlich so ungeniert zu ihrem grauen Haar und zum Älterwerden steht. Ist in Zeiten des Jugendwahns höchst selten klar, dass Schrowange daraufhin viel Lob bekam. Damit ich älter wirke, habe ich mir die Haare grau gefärbt, gesteht die TV-Dame im folgenden Video.